Adrian kriegt jetzt mal, ich weiß nicht, ob der den Brei schon hatte. Ich merke mir auch gar nicht, in welcher Reihenfolge die, oder was. Ich merke mir gar nicht, was die schon gegessen haben, ehrlich gesagt. Ich probiere nur so rum. Der König sieht immer noch unglücklich aus und die sehen auch noch unglücklich aus. Peter hat Kartoffeln. Geben wir die mal Hoti und Moti und Peter kriegt die Geschreide-Schrotklöße. Ich probiere einfach wild in der Gegend rum, ohne mir zu merken, das könnte klappen. Weil ich die ganze Zeit am Rumquatschen bin, merke ich mir gar nicht, wer da was hat. Verdammt! Das ist nicht so einfach, wie ich dachte. Wobei ich dachte eigentlich gar nicht, dass es einfach ist. Gehe zum Speiseplan. Peter, Hoti und Moti. Mal schauen. Das könnte klappen. Ja. Das gibt's doch nicht. Ich stehe ein bisschen auf dem Schlauch. Ich dachte gerade, der Peter stochert jetzt ein bisschen schneller, aber das kann man gar nicht so richtig erkennen eigentlich. Achso, ja, geht zum Speiseplan. Ich komme mit diesen Ausgängen immer nicht, dass man die nicht benutzen kann. Angenommen, Peter stochert schneller, dann tausche ich das jetzt mal. Aber sicher bin ich mir nicht. Ich glaube, das ist immer noch falsch, oder? Ach nee. Warte. Ich probiere mal jetzt vielleicht mit der Gabel in den Fuß, aber ich glaube, das wird immer noch nicht klappen. Bevor ich anfange. Ja, ein Plan. Die gute alte Schnürsenkel zusammenknotennummer. Oh, okay. Hey. Psst. Ach Mist. Ich verkriech mich dann mal wieder. Wenn ich doch nur wüsste, wer da was genommen hat. Nock und Bienenmann haben wir. Glaube ich zumindest, dass es so stimmt. Bei Peter, ich würde gerne bei Adrian anfangen zu checken. Kartoffeln hatte der auf jeden Fall schon. Probieren wir mal mit Brei. Mal schauen. Brei. Ich sehe immer noch keine Änderung, ehrlich gesagt, im Essverhalten. Und beim Adrian hatten wir ja schon alles durch, eigentlich. Schwierig. Komm, wir fragen mal den Poki. Ich glaube nicht, dass er spoilern wird. Die Umsetzung von dem Essenschlachträtsel ist ehrlich gesagt nicht besonders gut gelungen. Aber die ganze Situation ist so sympathisch, dass es mir, glaube ich, insgesamt wenig übel genommen wurde. Die Idee ist einfach gut, irgendwie mit, indem man den Irren auf dem Menüplan halt unterschiedliches Essen zuweist, schließlich eine Kettenreaktion auslösen kann. Ich weiß nicht, ob viele Leute überhaupt das Rätsel so verstanden haben oder nicht einfach nur ausprobiert haben, aber das war die Idee dahinter. Also, wer das Rätsel noch lösen möchte, hört jetzt weg für die anderen. Die Idee la 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 la
Bevor ich anfange, für Unruhe zu sorgen, brauche ich erst einen Plan. Den hast du doch. Eine Essensschlacht, hat doch der Typ gesagt. Also der Hoti oder Moti oder wer von den beiden wer ist. Er sieht beschäftigt aus. Das weißt du nicht mit Sicherheit. Ich frag mal. Bist du beschäftigt, Koch? Siehst du? Sicher ist sicher. Das stimmt natürlich. Können wir vielleicht selber was da hinschreiben? Nee. Das geht offenbar nicht. Und hier haben wir kein Inventar mehr. Tja, ich weiß nicht, wie ich da jetzt eine Essensschlacht beginnen soll. Das ist mir gerade ein kleines Rätselchen. Aber ich glaube, genau dafür ist es ja auch da. Okay, wo ging's denn nochmal? Wo ist denn nochmal? Hier geht's danach und da geht's ins Archiv. Dann. Ach, hier war Herr Mantel, ne? Der braucht ja nichts zu essen. Dann gehen wir nochmal gerade nochmal nach draußen. Obwohl ich nicht glaube, dass da irgendwas ist. Ich glaube, wir müssen erstmal die Essensschlacht absolvieren irgendwie. Ich weiß nur nicht wie. Das ist mir momentan noch ein Rätsel. Können wir denn hier bei der Garage irgendwas mit dem Schraubenschlüssel anfangen? Da bist du ja schon. Oh. Ja, da bin ich. Einen tollen Schlitten hast du hier gekapert. Nicht nur, dass ein Hinterrad fehlt. Der Motor springt nicht an. Ich glaube, es ist die Elektrik. Aber ich bin kein Fachmann. Und jetzt? Tja, reden wir doch mal mit dem, vielleicht weiß er weiter. Da bin ich wieder. Können wir dann endlich los? Noch nicht ganz. Zuerst müssen wir noch den Motor in Gang bekommen. Da brauchen wir einen Spezialisten. Jemanden, der sich mit Elektrizität auskennt. Aha. Dann fehlt uns noch ein Hinterreifen. Du musst einen Ersatz finden. Und eine Art Wagenheber. Wenn das alles geschafft ist, kümmern wir uns um das Haupttor. Okay, das hört sich gut an. Was unternehme ich wegen des fehlenden Hinterreifens? Ich bin ganz zuversichtlich, dass du einen Ersatzreifen auftreiben kannst. Die Frage ist nur, woher? Also ich weiß schon woher, aber wie kriegen wir die Alarmanlage an Dr. Marcells Karre aus? Was unternehme ich wegen des Motorschadens? Ich glaube, es ist die Zündung. Da brauchen wir einen Spezialisten. Jemanden, der sich mit Elektrizität auskennt. Da wir ein Starthilfekabel haben, vermute ich mal, die Batterie ist leer und wir müssen die erstmal ein bisschen aufsaften. Dazu brauchen wir aber jemanden, der sich mit Elektrizität auskennt und wir wissen doch alle, wer das ist. Wie bekomme ich das Haupttor auf? Die einzige Möglichkeit ist der Knopf im Wachturm. Leider ist der Wachmann ein echter Choleriker. An dem kommst du nicht so ohne weiteres vorbei. Lass dir was einfallen. Ja, das kann ja heiter werden. So, hier haben wir sonst nichts zu tun. Außer vielleicht mal... Ah nee, der spoilert bestimmt wieder. Deswegen muss ich mal ganz kurz... Ich verzichte mal gerade auf den Poki und dann gucke ich mal hier ganz kurz. Hier, Limousine. Hier ist nämlich ein schöner Ersatzreifen. Können wir den nicht einfach mit dem Schraubschlüssel zufällig irgendwie... Wenn ich ganz vorsichtig bin, dann schaffe ich es vielleicht, ohne die Alarmanlage auszulösen. Ja, super. Wir haben einen Ersatzreifen, können den aber natürlich noch nicht anbringen. Ich dachte eigentlich, jetzt geht die Alarmanlage los. Wir müssen erstmal loswerden, die Alarmanlage. So? Ich habe einen Ersatzreifen besorgt. Sehr gut, Igor. Dann brauchen wir jetzt nur noch einen Wagenheber. Ich brauche ein Hirn für meinen Meister. Deswegen hat er uns wahrscheinlich Igor genannt, weil wir ein Hirn für ihn besorgen sollen. Ein Wagenheber. Kann der auch menschlich sein eigentlich? Ich dachte gerade an Hoti und Moti, die meinten, es wäre kein Problem. Ich gehe hier mal ums Haus rum, aber ich glaube nicht, dass da noch großartig was kommt. Da kommen wir doch gleich wieder zum Vogelbecken und so. Und hier können wir soweit eigentlich auch nichts machen gerade. Wir können aber mal den Alumann fragen. Der ist doch gerade noch, der speist doch woanders. Den können wir gerade noch mal fragen. Da laufe ich mal schnell hin.
Moment, und dazu muss ich mal ganz kurz zärtlich hier am Auto was ausbessern. Oh oh. Ach, das Geräusch jedes Mal auf den Kopfhörern ist ein Traum. Wer war das? So, ab durch die Tür und ab nach oben. So, la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 . Schnubbeldieb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